Hallo Leute. Ein Haus zu bauen kostet viel Zeit, Platz und Geld. In der heutigen Zeit alles Mangelware. Doch es gibt auch eine Alternative zum klassischen Wohnen. Sogenannte Earthships sind günstig, klimafreundlich und können fast überall gebaut werden. Zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dort steht das erste Earthship-Dorf Deutschlands. Die Bewohner sind begeistert. Aber sieht so wirklich das Wohnen der Zukunft aus? Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Vor 40 Jahren entwickelte der US-Amerikaner Michael Reynolds ein neues Gebäudekonzept, sogenannte Earthships. Diese Häuser bestehen im Wesentlichen aus lokal verfügbaren, natürlichen und recycelten Materialien. Sie haben einen geschlossenen Energie- und Versorgungskreislauf, bieten Möglichkeiten zur Lebensmittelproduktion im eigenen Garten und bereiten Regenwasser auf für die Dusche und Toilette. Aus Wind und Sonne wird Strom und Heizenergie erzeugt. Ein solches Haus versorgt sich also fast komplett selbst. Trinkwasser kommt aus hygienischen Gründen aus der Leitung oder einem Brunnen. Earthship-Häuser gibt es schon ab einem Preis von 200.000 Euro. Das mag nach viel klingen für ein Haus, das aus recyceltem Müll besteht. Allerdings versorgt sich das Haus ja selbst und laufende Kosten fallen so weg. Die ersten Earthships entstanden in den USA. Mittlerweile gibt es sie überall auf der Welt. In Deutschland war es jedoch bisher schwierig, eine Genehmigung für den Bau zu bekommen. Im Jahr 2014 aber taten sich 150 Menschen im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall zusammen und gründeten mit Erlaubnis der Behörden das erste Earthship-Dorf Deutschlands, Tempelhof. Im September 2015 begannen die Bauarbeiten. Ein Dreivierteljahr später, im Mai 2016, war der Bau abgeschlossen. Anders als die meisten Earthships ist das Gebäude in Tempelhof kein Einfamilienhaus, sondern ein Mehrfamilienhaus. 25 Menschen zogen dort ein und wohnen seitdem im zentralen Teil des Hauses auf 155 Quadratmetern zusammen. Bauwagen dienen den Bewohnern als Rückzugsort. 300.000 Euro hat der Bau gekostet, also günstige 12.000 Euro pro Person. Allerdings ist das Leben in Earthships nicht für jedermann. Zwar hat jeder seine Privatsphäre, gleichzeitig werden aber Bereiche des Alltags, die bisher individuell gelebt wurden, in Gemeinschaftsräume verlagert. Kochen, Essen oder die Freizeitgestaltung am Abend geschieht jetzt meist zusammen. Je nach Jahres- und Tageszeit müssen sich die Bewohner zudem an die Bedürfnisse und Herausforderungen der Gemeinschaft, der Natur und des Hauses anpassen. Da viele Earthships, wie auch in Tempelhof, zum Teil von Laien erbaut wurden, nach dem Motto Learning by Doing, kommt es immer wieder zu baulichen Mängeln. Feuchtigkeit, die ins Innere zieht, kann Schimmel verursachen. Auch Wetterextreme wie Stürme, Schnee und große Hitze stellen die Bewohner vor Schwierigkeiten. Deshalb werden viele Earthships nachgerüstet, beispielsweise mit einer mechanischen Lüftung oder Klimaanlage. Die Baumaterialien sind zwar klimafreundlich, nutzen sich aber bei unsachgemäßer Nutzung schneller ab und sind meist nicht so langlebig wie Beton oder Zement. Dennoch bieten Earthships gerade für Selbstversorger eine großartige Alternative zum klassischen Wohnen. Derzeit gibt es weltweit über 3000 Earthships und es werden immer mehr. Was denkt ihr? Würdet ihr in einem Earthship leben wollen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt uns doch einen Daumen nach oben. Solltet ihr Anmerkungen oder Fragen haben, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Okay, bis zum nächsten Mal.